Dachmedien, Deutschland, Österreich und Schweiz. Kritisch hinterfragen. Politische Diskussion. Hintergründe zu Nachrichten. Dokumentation. Dachmedien, bleiben Sie informiert. Seit Jahrzehnten sehen sich Politiker mit einem starken Vertrauensverlust bei den Wählern konfrontiert. Sicherlich hängt dies auch mit einem wachsenden Misstrauen gegenüber einer unübersichtlich gewordenen Welt zusammen. Natürlich haben Politiker selber dazu beigetragen, dass die Politik unter einem starken Vertrauensverlust leidet. Immer wieder erschüttern Skandale die Politik, ertappt man Politiker bei Rechtsverstößen. 2024, umstrittener Impfstoffdeal. Europas Korruptionsjäger ermitteln gegen Ursula von der Leyen. 2021 vereinbarten die Kommissionschefin und der Pfizer-CEO Albert Bourla einen Impfstoffdeal in Milliardenhöhe. Womöglich wurden dabei relevante Nachrichten gelöscht. Von der Leyen rühmte sich damals ihres guten Drahtes zu Albert Bourla, dem Pfizer-Vorstandsvorsitzenden. Das vertraute sie der New York Times an, die im April 2021 erstmals über die vertraulichen Gespräche zwischen der Kommissionschefin und Bourla berichtete. Hat von der Leyen etwas zu verbergen? Eigentlich galt der Deal mit Pfizer auf dem Höhepunkt der Pandemie als großer Triumph für die lange glücklos agierende Kommissionschefin. Die schiere Menge der bestellten Impfstoffdosen sorgte jedoch im Nachhinein für Aufsehen. Das Nachrichtenportal Politico hatte zuvor berichtet, dass die Behörde mit Sitz in Luxemburg den Fall von der Staatsanwaltschaft in Lüttich übernommen habe. Die Belgier hatten bereits Anfang 2023 eine Ermittlung gegen von der Leyen wegen Einmischung in öffentliche Ämter, Vernichtung von SMS, Korruption und Interessenkonflikten eingeleitet, nachdem eine Zivilklage eingereicht worden war. Martin Sonneborn von Die Partei sprach den Pfizer-Gate offen im EU-Parlament an. Eine Kurznachricht aus dem EU-Parlament an Frau von der Leyen. Wussten Sie, dass wegen Ihrer gelöschten Pfizer-SMS mittlerweile nicht nur Ihre Kommission verklagt wird von der New York Times, sondern auch Sie persönlich? In der deutschen Presse war davon ja nichts zu lesen. Deshalb dachte ich, ich sag's Ihnen mal. Beschuldigt werden Sie wegen Amtsanmaßung und Titelmissbrauch, Vernichtung öffentlicher Dokumente und Korruption. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kann vorerst aufatmen. Wie das Portal Euronews berichtet, sind alle Ermittlungen wegen ihrer umstrittenen Kaufvermittlung von Corona-Vakzinen im Wert von rund 35 Milliarden Euro bis Ende 2024 unterbrochen. Dies habe ein Richter in Brüssel entschieden. Wir halten diese Entscheidung für falsch. Die EU muss sich der Transparenz- und Rechenschaftspflicht stellen. Wenn die Ermittlungen gegen von der Leyen gestoppt werden, könnte dies den Eindruck erwecken, dass politische Einflussnahme über dem Gesetz steht. Dies wäre ein gefährlicher Präzedenzfall. Die EU-Wahlen sind ein entscheidender Moment für die europäische Demokratie. Wenn die Ermittlungen gegen von der Leyen kurz vor den Wahlen eingestellt werden, könnte dies als Versuch der Beeinflussung des Wahlergebnisses interpretiert werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Pfizer-Gate entwickelt. Dach Medien bleibt auf jeden Fall dran. Sehen Sie im nächsten Teil der Reihe Politik und Vertrauen. Welche Rolle spielte Olaf Scholz im Cum-Ex-Skandal? Der Cum-Ex-Skandal begleitet Kanzler Scholz seit Jahren. Der Verdacht besteht, dass der Kanzler viel tiefer in die Affäre verwickelt ist, als er zugeben mag. Der Hamburger CDU-Mann Seelmecker hält Scholz gar für überführt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.